Weihnachtskonzerte gehören eigentlich zu dieser Jahreszeit dazu, wie das schlechte Wetter oder selbstgebackene Plätzchen. Aber in diesem Jahr ist das anders, denn Singen gilt in Zeiten von Corona als besonders gefährlich, weil Aerosole beim Singen besonders weit übertragen werden. Also, Singen in geschlossenen Räumen tabu. Aber draußen gilt das natürlich nicht und das brachte einen Chor aus dem Westerwald in Rheinland-Pfalz auf eine ganz besondere Idee. Christian Kretschmer berichtet. Morgen, Kinder, wird's was geben. Wie feiert ein Chor seine Weihnachtsfeier? Wenn er kreativ ist, dann so, mit einem Autokonzert. Eine Stunde vorher, die Drive-In-Feier beginnt. Seit dem Frühjahr konnten die 60 Mitglieder des Chores nicht mehr gemeinsam singen. Heute wird das auf Abstand in den Autos wieder möglich, dank Funk-Kopfhörern für den Ton. Oh, der Nikolaus hat auch was dabei. Ei. Jetzt ist so endlich das erste Feeling. Ja. Die ganze Zeit hatten wir ja leider keine Gelegenheit, aber die Idee ist Bombe. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mitmachen. Das ist auch für die Kinder dann mal eine Abwechslung und auch für uns alle. Ich habe ja jetzt schon in 10 Minuten, wo ich hier stehe, mehr Leute getroffen, privat, als in den letzten 2 Wochen. Organisiert hat die Feier der Vorsitzende des Chores, Klaus Adler. Ihm gehört ein Speditionsunternehmen mit riesigem Parkplatz, der jetzt zur Konzertbühne wird. Wenn man nicht singen darf, muss man sich ja was überlegen, was darf man noch? Und dann schläft man nachts nicht gut, überlegt sich was und dann fällt einem das Autokino ein. Also habe ich gesagt, okay, gut, machen wir sowas Ähnliches wie ein Autokino. Die Leute bleiben im Auto und singen. Zum Einbruch der Dunkelheit beginnt das Konzert, genehmigt von der Kreisverwaltung. Übrigens, der Chor heißt schon seit Jahren Corona. Mit dem Virus hat das nichts zu tun. Und die Hoffnung ist groß, dass sie schon nächstes Jahr nicht mehr mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, sondern mit ihrem Gesang. Und vielleicht ja auch mit ihren kreativen Konzertideen. Fröhliche Weihnachten!